Ich grüße Sie, meine Freunde. Es dürstet Sie nach dem Rätselhaften, Unbekannten und Unfassbaren. Denn sonst wären Sie nicht hier. Vielen Dank für diese nette Begrüßung, Griswell. Und damit, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ed Wood. Ed Wood ist offiziell der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Perlen wie Plan 9 from Outer Space oder Glenn or Glenda brachten ihm diesen Titel ein. Es würde zu lange dauern, sämtliche Continuity-Fehler, Special-Effect-Fehler, Logik-Fehler, Schauspielfehler, Kamerafehler und Requisitenfehler aufzuzählen, durch die sich seine Filme auszeichnen. Nach seinem Tod im Jahre 1978 aber inspirierte Ed Wood eine Reihe von Filmemachern, deren Motto war: Wenn der es kann, kann ich es auch. Zu diesen Machern zählte auch Tim Burton, weshalb er Ed Woods Leben 1994 verfilmte. Statt aber die gesamte Biografie des guten Eddie zu zeigen, beschränkte sich Burton auf die Entstehung der Filme Glenn or Glenda, Bride of the Monster und Plan 9 from Outer Space, die Wood Mitte der 50er drehte. So sei es, denn hier kommt sie nun, die unglaubliche, aber wahre Geschichte des Edward D. Wood Jr. Zu Beginn lernen wir Ed als Theaterregisseur kennen, den keiner sehen will. Unsere Schauspieler werden ja entzückt sein, eine Pressevorführung ohne Presse. Dann aber gerät er an den Produzenten George Weiss und will für ihn ein Drama und einen Transvestiten drehen. Er ist der Beste für den Job, denn... Ich ziehe gern Frauenkleider an. Sind Sie schwul? Oh nein, nein, ich liebe Frauen. Weiss bleibt aber skeptisch. Doch dann lernt Wood durch Zufall eines seiner Vorbilder kennen, den Schauspieler Bela Lugosi. Wer sind Sie dann und was wollen Sie? Ich will gar nichts. Ich bin nur ein unheimlicher Verehrer von Ihnen. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Trotz dessen Rauschgiftsucht nimmt Ed ihn in sein Filmteam auf und bekommt so das Okay von George Weiss. Na schön, machen Sie den Film. In 3 Tagen will ich das Drehbuch haben, ab Montag in der Woche wird gedreht. Leider wird der Film ein Flop. Zudem findet Eds Freundin Dolores alles über Eds Fetisch heraus. Ich meine, was für ein Perverser kommt denn auf so eine Idee? Trotzdem dreht Ed seinen nächsten Film. Die Braut des Monsters. Als ihm das Geld ausgeht, muss er sich einen Metzgerei-Großunternehmer als Produzenten suchen, der eigene Ideen mit Eds Filmen hat. Am Ende des Films steht eine bombastische Explosion. Aber das Ende ist doch, wie Dr. Warnoff in die Grube stürzt. Nein, nicht mehr. Der Film wird fertig. Floppt aber ebenfalls. Außerdem wird Ed von Dolores verlassen. Es ist aus, Ed. Ich kann so ein Leben nicht führen. Und Belas Rauschgiftsucht wird so schlimm, dass er versucht, sich umzubringen. Was ist los, Bela? Ich mach Schluss, ich bring mich um. Ed rettet ihn und bringt ihn in ein Rehabilitierungszentrum. Dort lernt er auch seine neue Freundin Kathy kennen, die kein Problem mit seinem Fetisch hat. Ich ziehe manchmal Frauenkleidung an. In Ordnung. Bela aber wird immer schwächer und verstirbt schließlich, was Ed schwer trifft. Dann hat er aber die Chance, einen Film für die baptistische Kirche zu drehen. Sie produzieren einen Film, der kommerziell erfolgreich ist. Und das Geld, das dieser eine Film dann einspielt, das benutzen sie für die 12 Apostelfilme. Würde sowas gehen? Und obwohl wieder einiges schief geht, die machen mich wahnsinnig, wird der Film doch fertig und Ed ist sich sicher. Durch den Film werde ich in die Filmgeschichte eingehen. Um es vorwegzunehmen, Ed Wood ist wie jeder Tim Burton-Film etwas speziell. Wer sich noch nie mit dem guten Eddie und seinen Filmen befasst hat und nicht auch eine gewisse Liebe für das Filmemacherhandwerk mitbringt, der wird mit dem Film gar nichts anfangen können. Schon allein wegen der Filmemachersprache. Die wird kopiert und weiter. Und wer sich mit Filmgeschichte auskennt, findet kleine Logikfehler. Etwa, dass in den Studios der 50er moderne Scheinwerfer stehen. Keinen Menschen wird das interessieren. Zudem ist der Film nicht unbedingt historisch korrekt. Das Treffen zwischen Ed Wood und Orson Welles etwa hat nie stattgefunden. Es freut mich sehr. Ganz meinerseits. Wie heißen Sie? Ich bin Edward D. Wood Jr. Aber jeder, in dessen Herz sich ein kleiner Regisseur versteckt, und jeder Ed Wood-Fan wird diesen Film lieben. Burton bringt einem die Figuren sehr nahe, vor allem Ed und seine Ängste. Und wenn ich mich nun irre, was ist, wenn ich es einfach nicht kann? Diese Frage stellt sich wohl jeder Nachwuchsregisseur. Sehr berührend ist zudem die tiefe Freundschaft zwischen Ed und Bela. Ich lasse sie nicht im Stich. Niemals, keine Sorge. Außerdem ist Ed Wood ein großartiger Tribut an Ed Wood. Angefangen von der Lichtgestaltung bis hin zur Ausstattung und den Schauspielern wirkt der Streifen wie ein klassischer Horrorfilm der 40er Jahre, die Ed ja beeinflusst haben. Fans der Materie finden zudem überall kleine Seitenhiebe auf die Filmgeschichte. Was die Schauspieler angeht, Johnny Depp, Sarah Jessica Parker, Martin Landau, Bill Murray,
Hier gibt es nichts zu meckern. Vor allem Martin Landau begeistert als Bela Lugosi. Am besten getroffen hat er Lugosis Wutausbrüche und seinen Hass auf Boris Karloff. Was sagst du? Karloff dürfte mir nicht mal den Hintern abwischen. Ed Wood ist teilweise schrill und abgedreht. Ein Film von einem Filmemacher, über einen Filmemacher, für Filmemacher. Wer die Materie kennt, findet einen großartigen 5-Punkte-Film. So, und nun wieder ein Hinweis auf die nächste Review. Criswell? Im April des Jahres 1970 ist die Menschheit zum Mars geflogen und hat ihn besiedelt. Ja, ich glaube, ich mache es lieber doch selbst. Jetzt kommt der große Zampano. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.